Zum Belgien-Training heute. Ja, Belgien, meine Lieblingsstrecke, steht an. Und bei der Trainingszeit wisst ihr doch ganz genau, was ansteht. Nämlich, ich beantworte wieder eure Fragen und Taschengeld. Das ist ein Peanuts, was ich verdiene. Ich glaube, manche kriegen mehr Taschengeld, als ich hiermit verdiene, obwohl ich hier so viel Zeit dafür investiere. Ja, die Community-Wandlung bei anderen sieht, oder auch bei mir. Bei mir ist es aber jetzt nicht so ganz extrem der Fall, dass das auch schon stark ins Negative gegangen ist. Also mehr Beleidigungen wird um sich gesprochen. Da bin ich zum Glück extrem von verschont. Da bin ich auch froh drüber. Aber bei anderen, da findest du gleich unter eine, du wirst gleich quasi schon gehatet, wenn du irgendwas Falsches in den Kommentar schreibst. Das hatte ich so früher nicht in Erinnerung. Also das hat zum Beispiel beim, oder das finde ich, hat stark zugenommen. Und es wird zu Jahr immer schlimmer, weil man einfach das Gefühl hat, dass YouTube auch einfach immer unreifer wird. Was man ja auch unter Unterhaltung versteht, ja. Das kommt halt auch einfach dazu. Jeder hat eine andere Definition, was der ein oder andere zum Beispiel unterhalten findet. Das beste Beispiel, was aktuell läuft, ist zum Beispiel das Dschungelcamp. Die einen feiern das hart, die anderen finden, dass das der größte Schwachsinn. Und so ist es halt auch in der YouTube-Szene. Scheiß auf das Geld, ich gehe mitten im Leben. Ich habe einen Beruf, der mich jetzt nicht unbedingt glücklich macht, aber man hat auch einen Beruf quasi. Ich zum Beispiel könnte keine 2-3 Wochen zu Hause rumhängen, ich hätte irgendwann Langeweile. Irgendwann würde ich den Tag reinleben, irgendwann fällt dir die Decke auf den Kopf. Man sagt immer, nee, aber die ist so negativ, ich habe keine Lust zu arbeiten. Aber innerlich ist so die Arbeit vielleicht auch etwas, was dich auch ausfüllt im Leben. Hört sich komisch an. Ja, aber ich glaube, manche Schüler kennen das auch so, wenn sie zum Beispiel Sommerferien haben. Sommerferien ist das beste Beispiel. 6 Wochen und vielleicht so nach 5 Wochen hat man schon keine Lust mehr so wirklich. Oder man hat keine Ahnung mehr, was man machen soll mit seiner Zeit. Twitch hat für gewisse YouTuber diese Bitratenbeschränkung. Das gibt's bei YouTube nicht. Der Vorteil bei Twitch ist aber mittlerweile, dass der Delay deutlich geringer ist, als dass das auf YouTube ist. Beide haben ihre Vor- und Nachteile und jeder muss da halt abwiegen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, YouTube ist unbedingt besser. Für mich und der Bezug zur Community finde ich einfach YouTube besser. Und deswegen nehme ich zum Beispiel YouTube her als Twitch. Ich bereite mich eigentlich gar nicht mehr auf ein Rennen vor. Ja. Ich sage mittlerweile, man hat irgendwo die Erfahrung, auch bei einem Liga-Rennen ein gewisses Niveau zu fahren. Und dieses Niveau reicht aktuell noch in der Liga, um in der Fahrerwärme Vierter zu sein. Das reicht immer noch aktuell und das reicht mir auch. Ich werde noch in der Liga P3 einnehmen, weil Antonio nicht momentan fahren kann. Wobei das ein verzerrtes Bild ist. Bin ich wirklich der viertbeste Fahrer in der Liga. Jeder macht's anders. Diese Eintakt-Ruhepulle brauche ich. Die Bremspunkte habe ich dann aber immer noch im Kopf. Man vergisst es halt nicht. So, wenn du soweit zu 2 Tage oder mehr hast, dann bist du schon aus diesem Rhythmus quasi raus, den du mit dem Auto hast. Und deswegen rate ich zum Beispiel, wenn einer von euch auch 100% Rennen fährt, macht das Rennen einen Tag später oder macht es direkt am Anschluss. Direkt am Anschluss finde ich aber den großen Nachteil. Die Konzentration gegen Ende des Rennens lässt extrem nach. Rückblickend das Comeback. Du meinst das Comeback von 2010 bis 2012. Eher negativ. Weil es diese, ja, Schumacher war der beste Fahrer der Formel 1-Szene und dieses Comeback hat ihm eigentlich nicht das gebracht, was man sich erhofft hatte. Man hat immer gesagt, oh, Schumacher, der wird wieder ein paar Siege einfahren in den Mercedes. Und am Ende ist er dann wirklich hinten herumgeguckt in der letzten Saison, dann wirklich teilweise auf Position 13, 14, 15, was dann nicht unbedingt nochmal die Karriere gefördert hat. Wahrscheinlich wusste Schumacher nicht so wirklich was mit der Zeit anzufangen. Das haben ja viele Fahrer. Oder viel ehemalige Fahrer das Problem. David Coulthard, Mika Häkkinen, Timo Glock, Nico Rosberg hat genau das gleiche Problem. Wie ich das bewerten würde, ich würde es mit einem befriedigend bewerten, maximal ausreichend. Es gibt eins, das ist für jeden Menschen gleich. Und das ist die Zeit. Die Zeit geht für jeden Menschen gleich schnell vorbei. Gerade ob du dieses Video anguckst, guckst du gerade knapp 14 Minuten oder hörst du mir 14 Minuten einfach nur zu. Ja. Und interessiert sich über meine Meinung? Interessant, interessant, rückblickend betrachtet, ja. Das heißt, ich bin quasi so attraktiv, dass du dir da draußen, ich möchte das einfach nur mal vergewissern, quasi 14 Minuten dir angetan hast, dieses Video zu gucken. 26 mittlerweile, weil ich sag, irgendwann ist halt so der Punkt, du kommst dann irgendwann auf die 30 zu, auf die 30 und dann guckst du irgendwann, siehst du die 40. Und dann denkst du dir schon irgendwann so im Kopf,
willst du dir jetzt wirklich dann noch in deiner Freizeit ja auch noch das angucken? Bei euch wird auch irgendwann dieser Gedankengang kommen. Der kommt eigentlich irgendwann bei jedem. Zum verregnerischen Qualifying Spa-Francorchamps. Und Chef sagt, es soll ein leichtes für uns werden, hier weiterzukommen. Ich weiß nicht, was Chef geraucht hat, aber ich sag euch ganz im Gegenteil, das wird so viel ausgehen wie in Ungarn. Wir werden in Q1 hier ausscheiden. Ich musste einen intermediates Reifensatz schon wieder anfahren im freien Training, denn das dritte freie Training war mal wieder komplett in intermediates Bedingungen getauft worden. Qualifying Tempoziele wieder ausgelegt worden sind. Bei Trockenheit sollte ich den 17. Platz herausfahren und unter Intermediates-Bedingungen sollte ich 9. werden. Es gibt die Vermutung, oder von einem Zuschauer gab es auch den Kommentar, dass der Teamkollege vielleicht ein anderes Fahrzeug fährt als ich. Ich habe mittlerweile auch einfach die Befürchtung, dass der echt irgendwie ein ganz anderes Auto fährt. Und im Regen, das Auto ist kein Regenauto in dem Bezug mehr, weil wir einfach ein scheiß Chassis haben. Und Regenqualifying, ja, ich glaube, ich muss da nicht wirklich viele Worte zu verlieren. Ich kann froh sein, wenn ich hier vor den beiden Saubers komme. Ich verliere da über eine Sekunde, ich habe da 1,5 Sekunden verloren, habe aber im ersten Sektor und im zweiten und im Schlusssektor insgesamt 8 Zehntel wieder aufgeholt. Also mein Teamkollege war 7 Zehntel in Trockenheit schneller als ich. Kurz am besten in den 7. Schalter wieder versuchen, früh rauszubeschleunigen. Vorsicht, Curbs. Aber das war natürlich noch alles noch nicht am Limit hier. Ich habe wohl jetzt nicht ganz so viel Benzin mitgenommen. Perez mit der ersten Zeit, der muss 5 Positionen zurück. Der hat eine Kollision verursacht im zweiten freien Training mit Carlos Sainz. Keine Ahnung, was der da macht. Und ich sehe schon bei mir die ablaufende Uhr und ich sehe schon, das wird ein mordsmäßiger Rückstand werden. Von 1,3 Sekunden. Ja, die Perez hat, glaube ich, nicht mal ansatzweise rankommen können. Vergesst es, 2,5. Langsamer als Palmer, Fahrer vor mir. Okay, den könnte man kriegen. So ist es jetzt nicht. Also den könnte man kriegen. Palmer wäre möglich. Ob ich jetzt von 18 starte und dann gehe ich auf jeden Fall hundertprozentig, dann weiß ich, dass ich keine Teile mehr austauschen muss. Bis zum Ende der Saison. Ja, fast nichts gewonnen. Im Gegenteil, ich verliere sogar noch Zeit. So, hier haben wir ordentlich Zeit gewonnen. Also doch nicht in den 7. Gang runterschalten, ist doch nicht so vorteilhaft. Ja, immerhin Palmer, Fahrer vor mir. Auch nur eine Zehntel, okay. Auch nur eine Zehntel, die hätte ich jetzt sogar. Ja, alles klar. Weiß nicht, ob das eine Motivationsspritze sein sollte oder ob das mich nervös machen wollte. Weil jetzt habe ich wieder Zeit liegen lassen. Was kriege ich denn Zeit? Jetzt brauche ich den Magnussen. Also, ja, was will denn, was brauche ich nicht für Magnussen? Fahrer vor mir. Okay. Alles klar. Skatos Teamkollege. Alles klar. Wo findet der 1,3 Sekunden? Nee. Ich wüsste, wie du 2-3 Zehntel findest, aber nicht über eine Sekunde. Ich will mal die Sektoren sein sehen. Ich sage euch, ich bin im ersten Sektor schneller und im dritten vielleicht gerade so. Nein. Aber im ersten bin ich schneller. Ja, um 4 Zehntel und im Schlusssektor verliere ich 1 Zehntel auf meinen Teamkollegen. Ich verliere 1,7 Sekunden im Mittelteil. Ganz ehrlich. Woran erinnert mich das so sehr an? Weil ich ja Ableger war das 2011, 2012. Da war die KI auch bockstark im Mittelteil. Und wo du dir auch immer gedacht hast, wo holen die da die Zeit raus? Ich wollte gerade sagen, warum ist hier gelb? Was ist da im ersten Sektor los? Auch mal interessant.
Nein, wir sind nicht weiter, weil das Ziel ist verfehlt. Wir sind ausgeschieden. Ja, eine 59,6 hätte ich fahren müssen. Ne, das wäre nicht für mich drin gewesen. Mir wäre es halt einfach umgekehrt lieber. Das Rennen kann von uns regnen, aber bitte nicht das Qualifying. Genau umgekehrt. Das wäre so schön. Ja. Ja, genau. 10. erwarten sie von mir. Ja, ist klar. 35 Ressourcenpunkte. Das ist ja geil. Das wirst du gewonnen haben. Nach dem Rennen Verstappen. Das kriege ich nicht zusammen. Können wir vergessen. Also dann müssen wir das hier, das kleine Upgrade dann leider nach Italien machen. Wurmt mich so ein bisschen, weil das wirft mich zurück. Und wenn das auch noch schief geht, dann noch weiter zurück. Ach ja, Renzi von mir aus noch, liebe Emma. Ist wahrscheinlich wieder eh so 11. oder besser und ich will in die Punkte. Also ich will nicht, dass hier Spa mein schlechtestes Ergebnis wird in dieser Saison. Das wäre richtig peinlich. Apropos, was sind wir letztes Jahr geworden? Ich glaube, das war auch ganz turbulentes Rennen. 8. Wir waren in den Punkten drin, okay. Das Rennen ist komplett trocken. Habe ich das euch gezeigt? Ich weiß es gar nicht, ey. Ich bin so müde, ich bin so verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Fernando Alonso hat es nur auf P14 geschafft. Also das spricht kein gutes Omen für uns, für das McLaren-Team, denn wir starten ja von ganz hinten. Und was sagt eigentlich Chef zu dem Ganzen hier? Etwas mehr als die Hälfte ist geschafft und du zeigst bisher eine gute Leistung. Lass uns heute stark und selbstbewusst ins Rennen gehen. Stark und selbstbewusst, ja, das mache ich doch grundsätzlich immer. Und der Plan hier ist, ein gutes Rennen abzuliefern. Und das wird nicht einfach werden, denn ich bin schon halb kaputt, komme gerade von der Arbeit. Und habe mir so gedacht, ja komm, jetzt kannst du nochmal hier schnell Bergen aufnehmen. Wehrlein, Ericsson, Stroll, ich sehe schon alle auf den Supersoft-Reifen unterwegs. Also die wollen uns quasi vorbeiwinken. Ganz klar, und wenn ich darüber mal sage Punkte, dann heißt es eigentlich nicht das schlechteste Saisonergebnis hier raus waren. Denn das schlechteste Saisonergebnis wäre 8. oder schlechter. Also das schlechteste Ergebnis ist ja momentan 7. Platz. Und hier schlechter auf meiner Lieblingsstrecke zu werden als der 7. Boah, das wäre nicht so schön. Alter, Bottas und Kwiat wurde schon disqualifiziert. Palmer wurde disqualifiziert, alles klar. Was geht hier ab? Da geht ein Palmer, da geht ein Kwiat. Interessant. Das hatte ich auch noch nicht erlebt, dass die KI das hinbekommt. Schade, dass man sich das in der Video nicht angucken kann. Also schon mal 2 disqualifiziert und der große Preis hat schon gar nicht begonnen. Gut, ich gehe jetzt in der Startaufstellung. Das hatte ich ja noch nie bei der KI. Zu zweit durch den Rouge. Weltklasse Manöver. Ocon jetzt vor mir auch auf den Supersoft-Reifen unterwegs. Und jetzt haben wir Position 13. Wir haben 7 Positionen gut gemacht in der Startphase. Jetzt bremst mich aber leider der Sainz aus. Ne, der fährt Kampflinie. Das ist aber nett von dir. Dass du Kampflinie fährst. Oh, das muss ich gegen Palmer leider nachgeben. Oh, das war nicht clever von mir angestellt. Das geht besser. Ah, wenn zwei sich schreien, freut sich der Dritte. Das kann ich momentan noch nicht sagen. Hülkenberg auf Ultras unterwegs. Da vorne ist irgendein Williams, der auffällt. Ja klar, Sektor Bestzeit. Mein Auto ist komplett auf Topspeed ausgelegt. Da vorne wird jetzt schon sich duelliert. Da ist ein Verstappen. Da ist ein Grosjean. Grosjean hält auf. Grosjean auf der 4 hält auf. Und Massa ist auch nicht gerade wirklich schnell. Und Hülkenberg muss richtig abreißen lassen, okay. Wetterbericht. Okay. Und jetzt will ich versuchen, Ricciardo schon zu bekommen. Na, ich traue mir den Move schon zu, in Rouge zu zweit durchzufahren. Oh, Vorsicht. So, Verstappen müsste fällig sein. Und der Grosjean wird auch gleich fällig sein.
Den lasse ich ja eigentlich stehen. Und wie ich den stehen lasse? Ich lasse den echt stehen, den Verstappen auf der Geraden. Ja, leck mich am Arsch. So, Massa ist das. Was ist das? Grosjean ist auf der 4. Was geht denn hier gerade ab? What the hell? Also Massa macht 3 Stops. Das heißt, den kriegen wir über die Strategie. Grosjean hat aber auch ein starkes Tempo. Klar, der Massa hat auch einen Top-Wagen auf der Geraden. Und Kimi macht Druck auf Grosjean. Das reicht nicht, das reicht nicht. Aber ich kann mich vom Verstappen lösen. Das wundert mich. Bam! Halb ausgetrickst. Na, ja, gegen Massa merke ich das schon mehr. Hier ist gelb, da steht ein Raikönen. Kimi aus dem Rennen. Ja. Da steht der liebe Kimi. Oh, wenn jetzt noch Bottas ausscheiden würde, der andere Finne. Bottas in the pit. Bottas schon sehr früh in der Boxengasse. Okay, mich dann aktuell raus. Oh Gott, ganz hinten, P18. Da müsste ich mir keine Gedanken aktuell machen. Was ich auch am überlegen bin, ob ich nicht zweimal mit den Ultrasofts fahren möchte. Ich will auf die beiden Red Bulls reagieren. Der erste von den beiden fährt rein. Ja, 16 Sekunden, das ist schon ja genau da, wo ich ungefähr rauskomme. Und der biegt jetzt ab, okay. So, und Grosjean ist jetzt gar nicht so weit weg. Der muss da erstmal vorbei. Und wir kamen vor Stroll raus. Perfekt eigentlich. Grosjean wird mein Gegner hier im Rennen werden. Was ich sehr ungewöhnlich finde. Weil Haas ist schlechter als wir. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ja, viel Platz habe ich ihm nicht gelassen. So, mal schauen, ob jetzt... Das ist Palmer! Grosjean verzweifelt an Palmer, ey! Weswegen ich auch gerade hier mit Absicht Benzin raushaue. Obwohl wir Minus sind. Das ist jetzt egal. Jetzt geht es um eine Position im Rennen. Dann ist das mit dem Benzin gerade vollkommen wurscht. Da lasse ich mich auch noch weiter nach unten treiben. Ah, oh, der Palmer, der schert so ein bisschen. Ah. Oh, vorbei an Grosjean. Moment mal, bereinigt da. Wer ist denn dahinter? Ah, das ist immer noch Grosjean, oder? Ich habe jetzt gedacht, da wäre Mercedes. Das ist der Bottas hinter mir. Aber das kann ja gar nicht sein. Was sagen die Reifen? Oh, die halten ja schön lange. Dafür, dass ich erst in Runde 10 drin war. Und Grosjean scheint vorbei zu sein. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht gegen Grosjean, gegen Verstappen und gegen Daniel Ricciardo. Kann ich mir gar nichts vorwerfen. Weil, schaut mal auf der Karte, auf die Karte, der nächste. Und dann jetzt schon über Schkazil hinweg. Also P4 das Maximum hier. Kimi ist ausgeschieden, die beiden Red Bulls kann ich schlagen. Ja, und auf Ferrari und Mercedes ist kein Land zu sehen. Wow, wow, wow. Gut, jetzt muss ich kein Benzin mehr sparen. Gut, Ocon wird zum Schluss dann nochmal die Ultras haben. Also eine Einstopf-Strategie fährt der nicht. Wobei die hier möglich wäre. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen. Ich hoffe, dass das stimmt bei dir, ey. Weil der könnte eigentlich schon mit Soft durchfahren.
Bei einem Safety Car würde ich das sogar radikal durchziehen. 16%, also die Reifen halten sehr lange hier. Runde 10 sind wir reingekommen. Ne, Runde 12, oder? Ja, aber trotzdem, das ist ja gar nichts, was ich hier an Prozenten drauf habe. Der Motor wird ja aber leiden. Der Verbrennungsmotor, aber das spielt ja keine Rolle eigentlich mehr. Wir haben mehr als genug Teile bis zum Ende der Saison. Podium ist nur möglich, wenn da vorne einer von denen einer ausscheidet. Ich kann eigentlich nur den WM-Titel holen, wenn die ausscheiden. Ganz einfach gesagt. Ja. Also das müsste nochmal ein Bottas ausscheiden. Weil wirkliche Siegchancen rechne ich mir nur in Singapur noch raus. Trotzdem haben wir keine Langeweile. Der Grosjean nicht unterschätzen. Mit der sich von den beiden Wettbewerbs behaupten kann, dann Chapeau. Ich käme auf Position 15 wieder raus. Ja, das Feld ist eng zusammen hinter uns. Das macht es so schwierig. Da muss man die Strategie perfekt timen. Jetzt ist Ricciardo hinter uns. Und wie der hinter uns ist. Ricciardo wird wieder denken, ach, schon wieder der Ocon. Jetzt mit der schnellsten Rennrunde, okay. Der wird auch nochmal kommen von hinten. 48,4. Der dreht auf. Hier brauche ich das Fett und das sieht man auch. Da hat der Ricciardo null Chance, null Chance. Nur mit einem starken Motor kannst du attackieren. Und das hier ist gerade das beste Beispiel. Ich habe nicht ohne Grund mein Auto mit wenig Flügel ausgelegt. Weil ich starte ja hinten, das war mir ja bewusst. Also nehme ich wenig Flügel, damit ich leicht vorbeikomme. Dafür opfere ich hier natürlich diesen Sektor. Ich finde das so lustig. Hallöchen, Ricciardo. Wie wollen sie vorbei? Links, rechts, links, rechts. Ne, es schafft Ricciardo nicht. Trotzdem fühle ich mich natürlich nicht wohl dabei. Rennstrategie. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Ein Boxenstopp-Fenster öffnet sich nächste Runde. Bestätigt. Nein, das öffnet sich jetzt diese Runde. Ich möchte das nicht riskieren, dass der Ricciardo mit einem Undercut macht. Mir ist bewusst, dass er in diesem Feld rauskommen kann. Das ist das Problem. Genau, Hamilton. Der ist jetzt schon über Skats Ziel, wohlgemerkt. Los, los, los. Na, könnte ich Glück haben. Habe ich auch. Ja. Quiert. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren. Perfekt. Perfekt rausgekommen. Vor mir weit und breit kein Sein zu sehen. Und genau vor Quiert rausgekommen. Perfekter Stop. Perfekter Stop. Also gut, dass ich in eine Runde früher gegangen bin. Das war absolut richtig. Perfekt gecovert. Jetzt haben wir sogar ein Massa noch hinter uns. Oh, Ricciardo wird die Krise kriegen. Der wird die Krise kriegen gegen Massa. Der kriegt gerade richtig die Krise. Weil da kommt er ja nicht so leicht vorbei. Teamkollege an der Box. Ja, der reißt hier leider echt nichts. Ja, der Verbrennungsmotor, alter Verwalter. Und der Turbolader. Das sind die zwei Komponenten hier. Also wir haben jetzt 12% bei einem Drittel des Rennens. Das heißt, da kommen nochmal 4%. Ja, aber für drei Rennen reicht's. Für drei Rennen reicht's. Also Strategie wie in Ungarn, perfekt. Also von der Strategie her, da bin ich schon fast Perfektionist.
Klingt jetzt angeberisch, aber boah, ich weiß auch nicht. Also Strategie ist für mich, das wäre mein richtig geiler Job für mich. So, ich würde echt in der Strategieabteilung sitzen wollen. Das ist das Richtige für mich. Ich wollte gerade sagen, der fährt schneller als ich. Und bringt den Ricciardo gleich mit. Also Verstappen setzt wohl auf eine andere Strategie, um mich zu bekommen. Warum gefällt mir das nicht, weil den Ricciardo gleich mitnimmt? Wenn der Massa langsamer wäre, wüsste ich auch, der Ricciardo wäre auch langsamer. Dass der Verstappen langsamer ist da vorne, das weiß ich. Der hat alte Reifen drauf. Das war knapp vorm Dreher. Ja, mein Teamkollege ist auf und davon. Im Qualifying drückt er mir 1,5 Sekunden drauf. Und im Rennen. Sayonara, Baby. Oder Hasta la Vista, Baby. Aber solche Rennen liebe ich. So richtig schöne Zweikämpfe gehabt am Anfang. Mit zweimal durch Eau Rouge. Zu zweit. Hatte was. Turbolader 14%. Der kann auch schon angefahren gewesen sein, der Turbolader. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was in der würden wir hier wieder schlagen? Und dann müssen wir mal schauen, was in Italien funktioniert. Die Aerodynamik der Luftwiderstände kriegen wir auf jeden Fall. Das Benzin wird eine Frage sein, ob das funktioniert. Und den kleinen das kleine Flügel-Update. Das kriege ich ja noch nicht. Das habe ich noch nicht in die Pipeline geschickt. Da fehlen mir ja noch die Ressourcenpunkte. Alter, Sainz! Haben uns da echt verkantet. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich den noch vorbeilassen soll oder nicht. Das muss ich mir selber in der Wiederholung angucken. Ob er da... Also auf jeden Fall, wir haben uns verkantet. Und es hat uns nur Zeit gekostet. Das ist schlecht. Aber es war komisch. Ich muss gucken, ob ich mich bewegt habe. Moving under braking oder nicht. Kann sein, dass ich nach links gezogen bin. Und habe ich eine Teilschuld, auf jeden Fall. Ein paar Probleme reichen aber nicht aus, damit ich 40 Sekunden auf den aufhole. Ja, vielleicht werden die Probleme nochmal größer. Ja, Ricciardo vorbei. Der wird sich jetzt denken, so mein Freund da vorne. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ricciardo dreht richtig auf. Der dreht jetzt richtig auf. Oh ja. Hilfe. Ja, das ist glaube ich ein Force India auch da. Ne, das ist sein Teamkollege Verstappen. Ja. Ich denke mal, dass der auf Ultrasoft unterwegs ist. Okay. Verstappen wollte eigentlich vorbei an seinen Teamkollegen. Ja, richtig geil, das Motoren-Upgrade. Das haben wir hier letzte Saison schon gebraucht. Und hier sieht man ganz klar, warum. Weil letztes Jahr hier so leicht gekascht worden sind. Okay, für Italien können wir schon weniger Benzin mitnehmen. Force das Upgrade geht nicht schief. Bei Chris weiß ich jetzt nicht. Der hat mich mega enttäuscht hierfür. Die tun sich brutal schwer, die beiden Red Bulls. Die denken sich auch, das kann doch nicht wahr sein. Was macht der da eigentlich? Was habe ich manchmal gefragt, auch am Anfang der Saison. Was macht der Ocon, was macht der Perez da? Ja. Da ist schon eine ganze Kolonne dahinter. Ja, Ocon ist da. Perez ist da. Und nebenbei erfahre ich, dass er mit in Führung liegt. Oh,
Aber den siebten Gang sollte ich mir ganz dringlich vermeiden und verkneifen. Das sind 5 Fahrer dahinter mir. Kann es sein, dass sogar der jetzt schneller fährt als ich? Ich habe das Gefühl, dass Ricciardo abbremst. Weil der Verstappen ist schneller. Kann aber auch der Ausgang sein. Dass er mit den Reifen ein bisschen besser rauskommt. Letztes Jahr hier das Fotofinish gegen Massa. Ich muss Benzin sparen. Aber ohne Lift and Coast. Smaga muss er halten. Ja, okay, jetzt hat er abgebremst, weil ich wusste, wo er hin sollte. Das ist auch keine Stelle zum Überholen, ganz offen und ehrlich. Da kannst du das Rennen ruinieren auf gut Deutsch. Verbrennungsmotor 17%, ich habe mit 18 gerechnet. Beziehungsweise mit 18 kalkuliert. Getrieben hat gerade mal 5% runter. Nach dem Rennen hier, alter Verwalter. Gut, es hat nur das Rennen drauf. Kein Training und kein Qualifying. Ist trotzdem extrem wenig. Der ist dran, aber das war's auch nur. Dran. Aber er hat nicht diese extra PS, wo er dann sagen kann, hier, gib mir jetzt mal außen den Platz. Jetzt musst du damit rechnen, netter Konkurrent. So, letzte Runde. Das reicht mir. Glückwunsch an Hamilton. Der hat uns fast überrundet. Also der Richtige hat gewonnen hier. Gut, ich habe die echt alle aufgehalten eigentlich nur noch, kann man sagen. Aber wenn man nicht vorbeikommt, dann kommt man halt nicht vorbei. Ganz einfach. Hamilton siegt, wie auch in echt, vor Sebastian Vettel. Und ich glaube, Dritter wurde er wirklich bei Terry Bottas? Ich glaube, so war das. Ich glaube ja, ich war live vor Ort. Ich glaube ja, das war wirklich so, wie nicht? Hamilton, Vettel, richtig, die haben sich einen Kampf die ganze Zeit geliefert. Ja, und dann kam Bottas. Ja, genau so war's. Ja, aber ihr hat das nicht viel gebracht, denn wir haben quasi den Quertorpedo gemacht in Kurve 1 und haben da erstmal 6 Fahrzeuge überholt. Und dann ging es weiter Richtung Kevin Magnussen und dann zu zweit hoch durch Urush, wo er mir keinen Platz lässt für die Innenseite und wir uns dann wirklich außen herum an ihm vorbei quetschen müssen. Nochmal die Sicht von uns auf Kevin Magnussen, wie auf gleicher Höhe, wir müssen hier links cutten. Weil sonst kracht's richtig. Also eine Kollision vermieden, würde ich sagen. Überholmanöver des Rennens gegen Max Verstappen. Zu zweit wieder durch Urush. Ich wieder das gleiche wie bei Kevin Magnussen und vorbei. Da kam sogar auch die Hand bei uns raus. Und es war wirklich eng. Es war wirklich eng. Diesmal aber nicht die Strecke links verlassen, sondern schönes Überholmanöver. Schön Wheel an Wheel. Und das ist echt, glaub, eins meiner besten Manöver, die ich in dieser Saison gezeigt habe. Also in die Kategorie würde ich das auf jeden Fall einsortieren. Die Jagd nach vorne ging weiter. Red Bull ohne Topspeed hier. Und vorbeigefahren. Wirklich vorbeigefahren. Oben bei Urush an Daniel Ricciardo. Den haben wir alt aussehen lassen. Den haben wir wirklich alt aussehen lassen. Noch vor dem DRS waren wir vorbei. Ja, keine Chance hat auch Kimi Räikkönen hier auf Punkte. Nachdem der Motor sich in Rauch aufgelöst hatte bei ihm. Gewesen, richtig. Am Ende gab es noch mal eine kritische Szene mit Carlos Sainz und ich würde mit der Teilschuld auf jeden Fall eingehen, denn ich lenke so ein bisschen in ihn rein und er lenkt in mich rein. 50-50 würde ich sagen. Am Ende ein richtig geiler 4. Platz und Alonso bleibt auf der 10. Massa rückt nach vorne gegen Carlos Sainz. Und jetzt werde ich müde, jetzt merke ich das. 8 Stunden gearbeitet, Vollgas, jetzt noch 1,5 Stunden rennen. Ja, dann setzt irgendwann auch bei mir die Müdigkeit ein. Boah, ganz schnell abspeichern. Boah, harte Zweikämpfe, echt harte Zweikämpfe. Und sahen außen nochmal ein bisschen anders aus. Tja, leider können wir das nicht in die Pipeline schicken, dafür fehlen wir genau
genau, man 61 Ressourcenpunkte. Ärgerlich, aber ja, kann man nichts dran ändern. Das geht auf jeden Fall gut, der Luftwiderstand. Aber was ist mit dem Antrieb? Chris, du kriegst mal wieder deinen verdienten Lohn, denn beide Upgrades sind... Oh mein Gott, was ist denn jetzt gerade los, Chris? Ich weiß es auch nicht gerade. Irgendwie ein Frosch im Hals auf jeden Fall. Die beiden Sachen haben funktioniert. Das Auto ist jetzt eigentlich super ausgelegt für Italien, für Singapur. Und wir werden das Auto trotzdem noch weiterentwickeln in dieser Saison. Ich will noch in den letzten 2, 4, 6, 8 Rennen versuchen, den WM-Titel abzugreifen. Chassis, Punkte zu investieren, 1000 Punkte ist mir einfach zu viel. Das macht für mich absolut noch weniger Sinn. Aktuell kann ich jetzt, oder jetzt bin ich wieder so richtig zufrieden mit Chris. Hast du gut gemacht, Chris.